Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play SimCity, Städte der Zukunft. Und wir sind hier im Schleudergang. Nein, sind wir nicht. Wir forschen und wir bauen jetzt mal so eine mega Solar-Dings hier oben drauf. Dann kann nämlich auf jeden Fall, spätestens dann, können wir doch dann dieses Windkraftwerk abreißen. Ihr habt schon recht, das ist Käse, das zu lassen. Das kostet nur Geld und bringt uns gar nichts. Außerdem haben wir da mehr Platz da unten, das ist auch angenehm. Und wir machen ja eh mehr Energie, als wir eigentlich benötigen. Und jetzt sowieso dann. Also die Kapazität reicht auf jeden Fall dicke aus, um hier alles durchzufüttern. Gut. So, nächstes Projekt. Verkehr wieder mal. Wobei, es ist ja gar nicht so schlimm. Die müssen nur mal alle Spuren benutzen. Kann man das irgendwie abändern? Oh, jetzt müssen wir uns echt mal auch ein bisschen um die Kohle kümmern. Wie schaut es wohnungstechnisch aus? Naja, die verfügbaren Jobs gerade in der einfachen Ebene sind natürlich noch extrem viele da. Was sagt ihr? Es gibt tolle Läden zum Shoppen. Was kostet mich da so eine 1er-Etage eigentlich? 20, na dann setzen wir noch eine drauf. Je mehr Läden, desto besser ist es natürlich auch. Desto mehr Arbeitskräfte sind auch da und desto besser und runder läuft die ganze Geschichte. Ist natürlich kontraproduktiv für die ganzen Verkehrswege hier, aber so schlimm schaut es hier gar nicht mal aus, also es geht. So, jetzt schauen wir hier nochmal rein. Ja, an der Hauptstraße ist natürlich Panik, echt. Wie schaut es denn mit unserem Handel bzw. mit den Prozessoren aus? Aber erstmal Handel, naja, da ist unser Gewinn irgendwie eingebrochen. Ihr braucht Plastik und ihr kriegt wahrscheinlich kein Plastik. Die stauen sich da hinten oder backen die da hinten? Ich weiß es nicht. Schaut irgendwie so backig aus, weil die alle auf einem Platz hängen. Verkehr steht. Wenn die sich bewegen, wahrscheinlich ist das Problem, dass erst alle da rausfahren müssen. Na, das ist doch Mist. Wir könnten natürlich jetzt Folgendes tun und einfach einen Megatower oder beide Megatower irgendwie dicht machen. Das war auch nicht unbedingt zielführend. Wir müssen mit dem Verkehr umgehen. Und wie geht man am besten mit Verkehr um? Nein, das... Nein. Böse. Wie geht man damit um? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es irgendwie nicht. Aber wir finden eine Lösung. Der Ring war schon mal eine gute Idee. Das hat uns jetzt schon mal viel geholfen. Es tut sich da auch mal irgendwas. Nein. Riesenmonster. Ach komm. Ist nicht dein Ernst, oder? Große Feuerwache. Hallo? Ja, unsere Grundstücksweise sind ziemlich niedrig. Ja. Oh nee, und die Schwebebahn hat auch zerlegt. Oh je, es brennt. Zerlegt uns gerade unsere gesamten Schwebebahnen. Und das Rathaus musste auch dran glauben. Gut, es hat eh nur Geld gekostet und uns eigentlich fast nichts gebracht. Nein, nicht das Handelsdepot. Alter, da ist alles voll. Und jetzt hängt er. Ach so, ja. Der frisst meine Prozessoren. Ah, da hinten ist er. Ja, da wirst du nicht viel finden, Kumpel. Wir verschüren alles. Hey, das ist jetzt nicht lustig von dir. Okay, ich würde am liebsten die Armee rufen. Dann schießen wir das Jungen zusammen. Tja, und weg ist er. So, dann müssen wir uns jetzt erstmal wieder an die Schäden machen. Und zwar Pause. Tja, das ist natürlich jetzt ärgerlichst.
So, also. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Monster her. Schwebebahn. Die hat er ja komplett abgewurstelt hier. Gut, dann geht der Verkehr. Feuerwache. Da brauchen wir auf jeden Fall Feuerwache. Und zwar die große. Ein Löschfahrzeug. Ein Deckel hier drauf. Und jetzt haben wir fast keine Kohle mehr. Fähnchen noch. Und Schildchen. Mehr geht halt jetzt gerade nicht. Tut mir leid, wir haben halt kein Geld mehr. Wir machen sogar Minus jetzt. Naja, müssen wir jetzt extrem aufpassen. Wir haben noch zur Not ein paar Kredite, die wir aufnehmen könnten. Drohende Finanzprobleme sind natürlich ärgerlich. Betrug ist halt auch ein Mega-Problem. Drohende Finanzprobleme wissen wir. Es wäre ganz nett, wenn hier diese ganzen Chip-Typen mal langsam anreisen würden. Hier ist auch super viel unterwegs. Ja, wir... Ja, erhöhen Sie die Steuern. Haha. Ja, erhöhen wir die Steuern. Klar. Erhöhen wir doch die Steuern. Damit wohnen natürlich auch weniger Leute bei uns. Gerade im Hochpreissegment hier. Die lassen wir nochmal. Okay, jetzt produzieren wir einen kleinen Gewinn. Und da haben wir jetzt nämlich, das ist nämlich auch eine Möglichkeit, wie ihr euren Verkehr ein bisschen einschränken könnt, indem ihr einfach eure Bevölkerung radikal reduziert. Und das macht ihr, indem ihr schlicht und ergreifend die Steuern so hoch setzt, dass keiner mehr Bock hat, bei euch zu wohnen. Das geht bedingt, nicht immer. Also ihr könnt das durchaus mal eine Zeit lang machen. Ihr müsst aber dran denken, immer wenn dann die Kohle reicht, macht irgendwas, damit die Steuern wieder ein bisschen gesenkt werden, weil sonst haut euch quasi eure gesamte Elite ab, ja, und dann haben wir auch ein dickes Problem später mal, gerade mit so Sachen wie hier, ja, die zwei müssten sich jetzt reduzieren irgendwann. Das ist natürlich so eine Sache, da muss man extrem aufpassen. Da könnten wir auch mal ein bisschen Müllwagen brauchen. Ach, wir haben kein Geld. Ja. Die Müllwagen sind nämlich echt ein kleines Problemchen. Wobei, das weiß man ja jetzt noch nicht, ne? Die stauen sich hier durch. Wobei, ich müsste jetzt lügen. Aber ich glaube, hier läuft es ein bisschen besser. Hier stehen sie noch. Heraus kommen sie immer, aber rein kommen sie nicht. Hätten wir mal den in der... Was hat jetzt vibriert? Naja. Unser Park ist voll zugemüllt. Auch nicht schlecht. Jetzt gucken wir nochmal finanztechnisch. Das ist eigentlich unser wichtigster Kernpunkt, denn damit verdienen wir Geld. Und die erstaunen sich alle da. Also, wie machen wir das jetzt am blödsten? Also auf jeden Fall kommt hier noch ein Müllwagen hin, weil da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Luft. Machen wir das mal so. Machen wir noch einen hin, oder? Ja. Ja, nee, machen wir lieber nicht, weil wir kein Geld haben. Was kostet der Spaß? 5000? Was? Ihr spinnt doch. Naja. Hilft ja nichts, ne? Wir haben auf jeden Fall genug Müllwägen. Sollte reichen dann. Hier ist ein Prozessortyp. Hier hinten stehen natürlich noch mega viele. Ja. Und die haben ja schon geliefert. Also die sind ja schon auf dem Rückweg. Und wenn die heimkommen, bringen die ja erst die Kohle rein. Ja. Das ist natürlich der Punkt. Ja, und die bewegen sich. Die bewegen sich, Freunde. Ja, ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass der Verkehr sich ein bisschen besser bewegt. Kann aber täuschen. Was sagt ihr eigentlich? Marktetage. Wir brauchen mehr Käufer. Aber die Energie ist natürlich immens viel. Ne? Also da können wir auch ein bisschen dealen mit Energie. Beziehungsweise wir haben hier ein Sonnenkraftwerk, das ja bombenviel Energie liefert.
Also da braucht man eigentlich echt nichts anderes groß. Was ist denn das hier? Achso, das ist ja. Ihr habt Probleme. Legierungen. Also Legierungen haben wir jetzt. Brauchen wir nichts groß drum machen. Das hat sich jetzt eingependelt. Dafür fehlt uns natürlich wiederum das Plastik. Prozessorfabrik. Das ist natürlich mit dem Plastik auch blöd. Wir könnten natürlich jetzt dieses eine Legierungsding hier abreißen und noch ein Plastikteil dazu bauen. Ich weiß es nicht. Das gibt's ja nicht. Ich habe die Steuern radikal hochgezogen und die Leute wollen trotzdem hier wohnen. Ja, wir könnten das ja Ganze insgesamt noch nutzen und stellen halt einfach noch mehr Steuern ein. Vielleicht kriegen wir dann endlich mal den Bevölkerungsknick, den wir uns doch so sehnlichst gewünscht haben. Also 179.000,9 ist quasi das so, das der Stand der Dinge. 180, die wächst, die Scheißstadt eh, wächst weiter. Die will ja gar nicht, dass sie wächst. Die sollen ja mit dem erstmal umgehen, was sie überhaupt da haben. Ihr schiebt die Kumpels doch einfach auf die Straße. Räuber gehören die Grenze, ja. Räuber. Ja, selbst die wollen zu uns. Und die will ich ja nicht mal. Ich will ja schon die eigene Bevölkerung nicht. Aber jetzt kommen die auch noch. Oh Mann. Knaste die. Ich würde da ohne Witz. Stellt auch einfach eine Polizeisperre. Ja, kommt her und brennt erstmal eine Bude an. Die Verrückten. Da, die nächste. Nächste. Das gibt's doch gar nicht. Ich würde dicht machen, komplett radikal. Nur noch Warenverkehr. Brandstiftung. Du wirst zum Schwein, ey. Ja, die Polizei. Jetzt hauen sie wieder ab. Na, geht doch. Ja, das ist natürlich jetzt echt nicht so lustig. Wobei die Feuerwehr schon da ist. Wenn wir es retten können. Wir müssen hier raus. Ja, zu viele Verbrecher. Das wundert mich jetzt gerade im Moment gar nicht. Hier haben wir noch einen Einbruch irgendwo. Wo war denn der Einbruch gerade? 12 Verbrecher sitzen hier. Das ist ja auch nicht viel, ne? Hier haben wir gerade einen Raub laufen, da wieder mal eine Brandstiftung, hier hinten Betrug. Ey, unsere Stadt versinkt in der Kriminalität hier gerade, aber volle Knecke. Brandstiftung ist auch wieder... Der Pöbel. Jetzt sinkt die Bevölkerung. Endlich, wir haben es geschafft, so hohe Steuern zu erzielen, dass keiner mehr einzieht. Und die Musik passt dazu auch natürlich hervorragend. Im schlimmsten Fall passiert jetzt Folgendes, dass wir von außerhalb die Arbeiter kriegen, weil wir innerhalb zu wenig haben und dann haben wir den genau gegenteiligen Effekt, den wir eigentlich wollten. Nämlich dann fahren die alle von den Nachbarstädten hier drin rum. Aber, ja, uns gefallen die hohen Steuern nicht. Ist okay. Immer schön ausziehen, Freunde. Hier ist keinerlei Bewegung drin, ne? Und das liegt daran, dass hier der Stau sich hier durchzieht. Da läuft er dann wieder, ne? Apropos, da fällt mir gerade was auf. Da könnten wir eigentlich... Das Rathaus brauche ich eh nicht mehr. Weil ich brauche es eigentlich auch nicht so wirklich, weil irgendjemand hat ja eins mit Finanz und weiß der Geier was für Abteilungen dran. Das heißt, Steuern kann ich ja ohnehin, Kredite kann ich auch, also pff, eigentlich ist es Rathaus für die Katz. Stadtname geht auch, eigentlich voll cool. Wieder mal einen Haufen Geld gespart, was kostet der Spaß? 200 die Stunde, das ist glaube ich nicht ganz auf der höheren Level. Je höher das Level, desto blöder wird das Ganze. Was ist denn mit euch eigentlich nicht richtig? Hey, ihr freut euch da wie Schnitzel. Und überall wird eingebrochen.
Wie kriegen wir das denn aber irgendwann auf die Reihe, ey? 10 Streifenwagen ist schon Maximum. Wo ist denn unser Verbrechens-Hotspot? Hier oben, oder? Hier oben ist so der absolute Verbrechens-Punk, ja, der hier abgeht. Dann würde ich mal vorschlagen. Da kriegen wir natürlich 95.000. Tja, Freunde, machen wir halt hier eine Mega-Polizeistation hin. So, Helikopter kriegen sie auch noch. Verbrechensbekämpfungszentrale auch rangeschraubt an das Ding. Knast, getürmt und ein paar Streifenwägelchen. Und da sind nämlich nicht nur ein paar, sondern da sind richtig viele, die Dinger. Also das lohnt sich schon auf jeden Fall, so ein Teil zu bauen. Dann machen wir nochmal einen Flügel hier hin. So, hier noch mit ran. Und dann kommt hier nochmal ein Tower hin. Und dann machen wir hier nochmal ein Stockwerk drauf. Wie viel gehen da rein? 190. Freut sich der gemeine Verbrecher. Oder auch nicht. Auf jeden Fall geht es hier ordentlich rund. Wenn die Polizisten nämlich alle auf die Straße kommen, dann wird nämlich richtig lustig für unsere kleinen Kriminellen hier. Die stellen momentan noch ein, aber das kann nicht mehr lange dauern. Da wird schon eingeknastet, obwohl da noch gar keiner arbeitet. Jetzt geht's los. Und da sind sie, die Freunde. Schaut euch das an. Zack, zack, zack. So, das kostet natürlich jetzt auch eine ganze Stange Geld. Ja, muss man dazu sagen. Wobei auf der anderen Seite, das Ding hier hinten wird irgendwann abgerissen. Dann sparen wir uns natürlich auch wieder 2,5. Aber mit der Mega-Polizeizentrale hier lohnt sich das auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. So, machen wir hier mal ein bisschen den Eingang platt. So. Hier hinten, das will einfach nicht besser werden da hinten. Die ziehen immer noch fleißigst aus. Dafür hat sich unsere Bevölkerung jetzt ein bisschen reduziert, was auch angenehm ist. Gerade für den Stau hier, der aber immer noch wächst. Also im Zweifel gehen wir halt einfach nochmal ein bisschen ans Geld. Na, 16 ist zu viel. So. Die einfachen Arbeiter sind ja das, was wir eigentlich brauchen. Müssen wir mal gucken, ob das sich so hält. Die Polizei sagt 21 Kriminelle. Aber momentan ist das hier eher so ein Polizeistaat, so wie das aussieht. So viel Polizei habe ich ja schon selten hier gesehen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall breiten sich die Sicherheitsfelder hier überall aus. Unerwünschte Subjekte. Also insgesamt, hier wird schon gut eingeknastet. Hier wird schon ordentlich... Oh, hier ist ein Mob passiert. Ja. Bei den Tuckers. Ganz übel. Ganz üble Kiste. Transaktionsbericht 217.000 ist nicht die Welt. Ist ganz, ganz wenig. Stau mittlerweile bis hier. Krass. Ist natürlich die Frage. Das mit dem Kreisverkehr sollte eigentlich, habe ich mir mal besser vorgestellt gehabt. Wir könnten natürlich jetzt die Steuern nochmal eine Ecke anheben. Aber dazu möchte ich natürlich vorher nochmal in den Verlauf hier gucken. Arbeitslose haben wir in dem mittleren Segment am meisten. Und da müssen wir natürlich dann auch nochmal reinbolzen. Machen wir doch mal hier so ein richtiges Steuer, einen richtigen Steuer. Super GAU, ja. Vielleicht kriegen wir dann nämlich mal die ganzen Arbeitslosen hier weg. Wenn es halt einfach so teuer ist, hier zu leben, da haben die ja gar keinen Bock mehr, hier einzuziehen. Und dann kriegen wir auch nicht so viele Arbeitslose in dem Segment. Und verdienen nebenher nochmal eine kleine Stange Geld. Also bei uns zu leben ist echt teuer. Und ich glaube, das reduziert sich jetzt auch. Also mit den Steuern kann ich leben. Ich hoffe, dass die damit auch leben können. Zumindest irgendwie. Wir senken das auf jeden Fall. Wir müssen senken. Es hilft ja auch nichts. Aber ich hätte ganz gerne mal hier diesen riesen Pulk abgebaut. Und verbrechenstechnisch
schaut es ja gar nicht mehr so toll aus für unsere Knackis. Oder für unsere Mörder, Verbrecher, weiß der Geier, was nicht alles hier rumfährt auf unseren Straßen. Bald auf jeden Fall nicht mehr, denn unser Polizeistaat breitet sich hier gerade im Zentrum in den Hotspots unserer Stadt aus. Gerade hier seht ihr es, ne? Hier wohnen natürlich auch noch 5 Verbrecher. Die kriegen wir irgendwann mit einer Ermittlungsabteilung so rum, kriegen wir die irgendwann mal raus aus den Läden. Dann machen wir die Sache hier sauber. Aber bis dahin, momentan alle Streifen auf Patrouille. Gerade ein Raub, der hier im Gange ist, bei Narrperücken, ja, und Haarteile. Tja, da wird wohl einer gerade einen ziemlichen Hartnotstand haben, um sich da so eine Perücke zu klauen. Und hier gleich wieder eine Brandstiftung bei beim Parfümhandel. Tja, auch der gemeingefährliche Verbrecher möchte halt nicht stinken, also klaut er sich halt seinen Stoff. Oder seufzen, je nachdem. Das weiß man jetzt allerdings nicht. Soll ja nicht vermuten. Sagen eigentlich unsere Verbrecher, 6 Stück sind da drin. Verhaftung in 4 am Tag ist auch nicht die Welt. Hier begeht gerade einer wieder Brandstiftung. Ich hoffe, den würden sie gleich einknasten. Der ist schon... Was macht die Polizei da eigentlich? Was macht der da? Aber die Feuerwehr ist sofort da, ne? Muss man dazu sagen. Die waren jetzt echt schleunigst unterwegs. Weil die haben alle keinen Bock hier zu leben. Bei 21 Verbrechern ist es natürlich auch nicht schön. Wie schaut's mülltechnisch aus? Alter Schwede. Könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir hier noch irgendwas hinstellen können. Zu wenig Geld. Ja, das ist natürlich ein Problem. Polizeitechnisch schaut's gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich. Das wird sich jetzt... Also werden wir gleich sehen, ob sich das senkt. Die Todesrate auch nicht schön, aber... Ja, gerade von unseren Industrien. Ist das Ding voll? Nö. Oh, viel Platz, ey. Nicht schlecht. Also insgesamt müssen wir an den Serviceleistungen hier deutlich noch arbeiten. Wasser geht. Abwasser geht auch. Wenn auch nicht schön. Da müssten wir uns mal überlegen, ob wir nicht wirklich mal so hergehen und so einen Sterilisator irgendwie reinpflanzen. Der uns die ganze Soße mal ein bisschen angenehmer gestaltet. Warte mal, wo ist denn eigentlich... Da drüben ist doch eh immer ein Problem, ja? Dann können wir das Ding doch einfach da hinsetzen und dann sind alle zufrieden. Dann können die zumindest ihr Hab und Gut nicht mehr aufgeben. So, stellen wir da gleich noch einen hin. Das sollte auf jeden Fall uns ein bisschen unterstützen. Der braucht ControlNet und da läuft die ganze Brühe rein. Dann haben wir nämlich zumindest schon mal den ganzen linken Teil von der Stadt in meiner Ansicht jetzt gerade. Der läuft nämlich jetzt hier rein. Und wird zu Trinkwasser verarbeitet. Zumindest wenn es dann irgendwann mal läuft. Alter Schwede, ja. Ja, damit kommt auf jeden Fall das Ding hier unten mal ein bisschen besser zurecht. Und immerhin, Trinkwasser, ganz wichtig bei uns momentan. Oder insgesamt eigentlich schon immer gewesen. Schauen wir mal. Wasser an Nachbarn verkaufen. Ja, könnte man machen, aber wir haben eh keine. Wow. Wie schaut es bevölkerungstechnisch aus? Da hat sich es mittlerweile mit den Arbeitslosen auch ganz gut hingekriegt. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen. Kleine Steuern. Wir könnten auch eigentlich, wobei da möchte ich die Steuer nicht erheben, da haben wir eh so viele offene Stellen. Ganz im Gegenteil, da müssten wir eigentlich die Steuern senken. Bloß wenn ich jetzt noch einen Kredit aufnehme, dann geht die ganze Kiste wahrscheinlich irgendwie, fahre ich die voll gegen die Wand. Wir könnten aber jetzt echt nochmal hergehen. Macht das irgendeinen größeren Unterschied? Nee, ne? Macht eigentlich keinen Unterschied. Dann gehen wir da nochmal auf 17%. Alter Schwede. Da wundert es mich nicht, wenn die irgendwann mal keinen Bock mehr haben. Was kostet eigentlich der Spaß hier? 700 ist ja nicht die Welt, ne?
Im Vergleich zu 1200 ist auch nicht die Welt. 1200 geht. Mittlerweile auch kommt da Wasser raus. Wasser ist okay. Und er sagt immer noch drohende Finanzprobleme. Das liegt natürlich auch daran, dass hier einfach megamäßig nichts läuft, ja. Und mittlerweile auch unsere Einnahmen völlig eingebrochen sind, ja, weil halt einfach in diese Fabriken gar nicht mehr rankommen. Also die Produktionshandels-LKWs kommen halt nicht nach Hause. Schaffen es nicht, die kommen hier nicht durch. Dadurch bricht unser komplettes System hier zusammen. Jetzt gucken wir nochmal, wir haben immer noch hier offene Stellen, Arbeitslose hier. Gerade zu viele. Tja, wir könnten jetzt nochmal Steuern erheben. Dann machen wir zumindest ein Plus, wenn wir es bis dahin überleben. Wahrscheinlich nicht. Sei denn, es kommt jetzt irgendein großer LKW an. Ich bin auf dem Weg zurück ins Depot. Komm schon. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Knapp am finanziellen Exodus hoffentlich vorbeigeschrammt. Geld sagt, da kriegen wir. Im Monat zumindest. Also eine Stunde geht noch, danach wird's eng. Komm schon. Nicht feststauen. Nicht feststauen. Nee, echt jetzt? Mach keinen Scheiß, Junge! Das wird nix. Doch. Wow! Money, money! Makes me funny. Oh! Das war jetzt eine Punktlandung. Alter Schwede, ey, das war eine Punktlandung vom Allerfeinsten. Sehr, sehr schön, sehr geil. Manchmal funktioniert es halt doch in SimCity. Aber nur manchmal. Wobei ich jetzt gerade auch irgendwie das Gefühl habe, dass es hier besser wird. Die stauen sich zumindest nicht mehr hinten raus. Oder zumindest nicht mehr viel. Hier kommen zwei Laster an. Wisst ihr, was das an Geld bedeutet für uns? Abartig, ist abartig, wirklich. Da nochmal Kohle reingekommen, jetzt auch mittlerweile 140.000 auf der hohen Kante. Wir könnten jetzt mal Folgendes machen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas machen. Verstopfte Rohre. Ja, da hinten, hä? Ja. Ist ja wurscht, das kann ruhig laufen. Okay, passt auf. Passt auf. Kommen die denn überhaupt noch? Metall. Materiallagerung ist leer. Kommen die nicht mehr hinterher oder was? Sammelwagen? Machen wir halt hier nochmal ein paar Sammelwagen hin. Weil die scheinen wohl die Last nicht mehr zu schaffen. Ist natürlich ein Riesengebäude. Aber dass die so überfordert sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wobei, ihr seht schon, merklich ist der Verkehr innerhalb der Stadt zurückgegangen. Das hat schon funktioniert mit den massiven Steuern. Aber nee, schön ist halt anders, ne? Wie schaut es eigentlich hier aus? Ah, wir können mal wieder was Neues forschen. Wellenkraftwerk bringt uns besonders viel momentan. Luftreiniger Dachetage, Modell 2, kostet natürlich auch ein Heidengeld. Den Müllatomisierer, den möchte ich eigentlich schon haben. Den forschen wir jetzt auch, koste es, was es wolle. Weil den müssen wir da hinten unbedingt hinstellen, damit wir mal den ganzen Schund hier weg veratomisieren können. Veratomisieren, das ist auch ein cooles Wort. Gibt's wahrscheinlich gar nicht, aber ist mir egal. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Und zwar, hier ist ja eh eigentlich mehr nix als alles andere. Hier kommt ein Park and Ride her. Und hier auch. Hier fährt ein Bus, das ist auch in Ordnung.
Hier will auch keiner parken. Obwohl sie könnten, durchaus. Doch, jetzt parken hier welche. Schön. Ja, hier haben wir mal wieder... Ich reiße jetzt wirklich nur noch die roten ab. Alles andere macht nämlich eigentlich auch gerade im Moment zumindest keinen wirklichen Sinn. Weil die gelben können sie ja wenigstens wieder aufbauen. Oh, war das falsche Haus. So, okay. Tja, Freunde, und dann war es das mit der Doppelfolge heute schon wieder. Ja, eine kleine, gemeine Doppelfolge für euch, von mir, als Dankeschön für eure Treue. Und natürlich für euer ganzes Interesse, für eure 100.000 Tipps, die ihr mir jedes Mal gebt, wo ich mich riesig drüber freuen kann und auch riesig drüber freue. Und ich finde es einfach super, dass ihr so dabei seid, so mitfiebert, auch wie sich unsere kleinen Stadt Zwergenhausen hier entwickelt, ja, die auch immer mehr in die Höhe wächst, die auch immer mehr einfach die für uns eigentlich auch so ein, ja, so ein kleiner, feiner Ort wurde. Jetzt brauchen wir hier, warte mal, wir haben jetzt hier eine Müllentsorgungsetage. Die baue ich aber noch. Kommt, wisst ihr was? Egal, halbe Stunde haben wir zwar schon, aber die bauen wir jetzt noch. Das möchte ich noch haben und dann in der nächsten Folge schauen wir uns einfach mal um. Aber obwohl, ja, die bauen wir in der nächsten Folge fertig. Wisst ihr, so eine halbe Stunde reicht schon. Nicht, das schaut sich ja kein Mensch mehr an, wenn es länger geht. Oder? Vielleicht auch nicht? Ich weiß es nicht. Bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf Zwergtyp. Ciao.